Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Hörsaal 9¾, haben sie gesagt. Und hier steht auch sonst nichts drauf. Also, ja, müsste stimmen. Müsste stimmen. Wir probieren es einfach nochmal. Sven, hast du schon wieder Hunger? Nee, wirklich nicht. Heute war doch Schnitzeltag in der Mensa. Schnitzeltag. Du, kannst du dich jetzt bitte konzentrieren? Ja, wir kommen zu spät zu unserer Moderation. Okay, also gleich weiter. Nee, das probiere ich jetzt mal. Besenkammer, Christina. Boah, Fireball. Du, viel cooler als mein Nimbus 2000. Der geht ab wie Schmidts Katze. Da bin ich ruckzuck auf den Berg. Der hilft uns hier gar nichts. Flugverbot an der Hochschule. Pack den weg, wir müssen weiter. Wir sind schon wieder falsch. Konzentrieren jetzt und... Mann, Christina! Also ehrlich? Ich muss bestimmt nicht auf Toilette. Warte, da ist was. Ich höre was. Da seid ihr! Die Leute sind schon alle da. Wir müssen mit der Feier anfangen. Ja, aber wo? Na hier. Oh Mann, jetzt beeilt euch, die Muggel sind schon da. Wo hast du denn operieren gelernt? Wir hätten doch nur die Treppe nehmen müssen. Ich kenne mich hier halt auch nicht so gut aus. Oje, das hat heute mal gar nicht geklappt mit der Applied Magic. Nee, vielleicht hätten wir doch an der Hochschule für angewandte Wissenschaften studieren sollen. Aber ich kann jetzt meinen Reisehut abnehmen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Zauberlehrlinge, Magiebegeisterte, liebe Hogwarts Hochschule München Studierende. Ganz besonders begrüße ich heute unsere Nominierten, die zwar keinen Orden des Phönix erhalten werden, aber eine der begehrten Oscar-Statuen mit nach Hause nehmen dürfen. Und ich verspreche, dafür wird es auch nicht so gefährlich. Wir freuen uns sehr über unsere Ehrengäste, den Zaubereiminister Markus Blume, auf den wir noch ein bisschen warten müssen, und über unsere Bürgermeisterin Verena Dietl, unsere Verbindung zur Muggelwelt der Stadt München. Wir hoffen, Sie haben alle Ihre Zauberstäbe poliert, die richtigen Zaubersprüche parat, damit das heute zu einem magischen Event wird. Ja, auch ich begrüße Sie herzlich zur 8. Oscar von Miller Gala hier an der Hochschule München. Oscar von Miller, das wissen Sie, war der Namensgeber einer der wichtigsten Vorläuferinstitutionen der Hochschule München, des Oskar von Miller Polytechnikums, auf der anderen Seite der Dachauer Straße in der Lothstraße, dieser schöne Altbau mit den leider schlecht isolierten Fenstern, wie wir gelernt haben. Nun, da drängt sich natürlich auf, Oscars zu vergeben an der Hochschule München. Wir ehren damit nicht nur Oskar von Miller, sondern diese Oscars ehren eben die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen hier bei uns an der Hochschule. Die Auswahl ist jedes Jahr schwierig. Dieses Jahr besonders, weil wir einfach so viele magische Studierende und zauberhafte WissenschaftlerInnen haben und großartige Partner da draußen in der praktischen, wie du es so schön gesagt hast, Muggelwelt. Dabei sein ist also alles, nominiert werden ist schon eine Auszeichnung und gewinnen eine große Ehre. Meine Damen und Herren, erst frisch aus seinem Denkarium drüben in der Lothstraße, hier in den roten Würfel appariert. Und weil er es besser kann als wir, Christina, hat es bestimmt beim ersten Mal geklappt. Aber er übt schon ein bisschen länger. Ja, wahrscheinlich, ja. Er trägt selten wallende Gewänder und keinen spitzen Hut, so wie du. Er hat auch keine Halbmondbrille, er trägt allerdings eigentlich immer Weste, ich glaube auch heute. Ähnlich wie Albus Dumbledore verliert er nie die Fassung. Doch Vorsicht, auch da gilt, ich weiß gar nicht, ob Sie das wussten, der Spruch auf dem Hogwarts-Wappen, Draco dormiens nunquam Titilandus, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Begrüßen Sie mit mir den Schulleiter dieser Institution, den Präsidenten der Hochschule München, Professor Dr. Martin Leitner. Bitte schön.
Herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste. Herzlich willkommen an der Hochschule München, an der HM. Herzlich willkommen zur Oskar von Miller Feier 2023. Besonders herzlich und mit größter Wertschätzung begrüße ich, das steht jetzt so in meinem Skript, den bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Lieber Herr Haaf, da müssen Sie jetzt herhalten, das müssen Sie jetzt aushalten, Sie müssen jetzt diese Rolle übernehmen. Lieber Herr Haaf, Sie berichten dann dem Minister, weil ich habe ja Gutes zu sagen für das Ministerium auch und wir freuen uns natürlich sehr über die Hightech-Agenda der Bayerischen Staatsregierung, über das Hochschulinnovationsgesetz. Zwei große Statements der Bayerischen Staatsregierung zur Zukunft unserer Hochschullandschaft. Ein Doppelbums sozusagen. Ich sage das deswegen, weil die Bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz besonderer Weise von diesen Doppelbums profitieren. Dafür meinen ganz herzlichen Dank an den Minister, an das Ministerium. Ich habe Ihnen, Herr Haaf, vor kurzem ein druckfrisches Exemplar unseres neuen Hochschulentwicklungsplans zukommen lassen. Ich würde mich freuen, wenn die in diesem Plan hinterlegten 243 strategischen Ziele und 1809 Maßnahmen bei Ihnen das beruhigende Gefühl auslösen würden, dass die Mittel des Freistaats an der HM gut angelegt sind. Sehr herzlich und ebenfalls mit größter Wertschätzung begrüße ich die dritte Bürgermeisterin unserer Landeshauptstadt, Verena Dietl. Liebe Frau Dietl, die Hochschule München und die Stadt München haben ein hervorragendes, ein zugewandtes Verhältnis, das sich in vielen Kooperationen widerspiegelt. Dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Besonders freuen wir uns über das Munich Urban Collab, das wir mit Ihrer Hilfe beziehen durften. Und ich persönlich freue mich auf den Wissensgipfel, auf den nächsten im Juni, Wissensgipfel der Landeshauptstadt München, ein wunderbares Austauschformat für die Münchner Wissenschaft, für uns Münchner Hochschulen. Mit großer Freude begrüße ich die Mitglieder unseres Hochschulrats, stellvertretend den Vorsitzenden Carlos Hertel, die Mitglieder unseres Senats, stellvertretend den Vorsitzenden, lieber Wolfgang Habelt, die Dekaninnen und Dekani unserer Hochschule, stellvertretend ihren Sprecher, lieber Hermann Engelberger. Sehr herzlich begrüße ich alle Studierenden unserer Hochschule, stellvertretend den Vorsitzenden des Studentischen Parlaments, Lukas Nagel. Die Studierenden sind heute institutionell wunderbar vertreten. Mit großer Freude begrüße ich die Präsidenten des Deutschen Studierendenwerkes, Beate Schücking. Liebe Frau Schücking, es ist uns eine Ehre. Unsere Hochschule lebt auch von ihren zahlreichen Partnern in der Wirtschaft, sei es beim dualen Studium, in gemeinsamen Forschungsprojekten, im Deutschlandstipendium oder auch bei so mancher freundlichen Unterstützung einer Feier wie heute. Ich heiße alle Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft ganz und der Firmen ganz herzlich willkommen. Hogwarts, eine Schule für Hexerei und Zauberei. Eine Fachakademie für angewandte Parapsychologie. Das dramaturgische Zentrum des Harry Potter Universums. Ein Sehnsuchtsort, den man nur erreichen kann mit dem Hogwarts Express, gezogen von einer Dampflok. Abfahrt King's Cross, magisches Gleis, 9¾. Und danach weiter mit dem Schiff über den See. Mir ist dieser Weg, diese erste Anreise von Harry Potter nach Hogwarts im ersten Teil der Geschichte als eine der eindrücklichsten Szenen der gesamten Verfilmung haften geblieben. Diese
großartige Szenerie, wenn sich die Schiffe mit den neuen Schülerinnen und Schülern in der Nacht mit den Lampen auf das hell erleuchtete Schloss zubewegen. Eine wunderbare Allegorie für das große Abenteuer, das wir alle auch schon erlebt haben an unserem ersten Schultag. Interessanterweise stellen sich bei Hogwarts Hochschulassoziationen ein, obwohl es sich eigentlich um eine Schule für Heranwachsende handelt und obwohl die Harry Potter Bücher dem Genre der Jugendliteratur zugeordnet werden. Wir assoziieren mit Hogwarts mitunter auch Oxford oder Cambridge, vielleicht auch wegen der Verfilmung, die ja zum Teil in Oxford stattgefunden hat und die immer wieder auch auf Hochschulmotive abstellt. Hogwarts ist ein Konglomerat elite-hochschulischer Projektionen, in angelsächsischer Fasson natürlich, und gleichzeitig die romantisch idealisierte Form einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, mit praxisnahen Kursen, mit angeleiteten Übungen im Labor, mit guten Betreuungsverhältnissen. Die fantastischen Abenteuer von Harry Potter in Hogwarts erinnern uns daran, was eine Hochschule auch sein kann, was die Hochschule München auch sein kann und ist. Ein Ort des spielerischen, akademischen Wettbewerbs. In Hogwarts ist das Quidditch. Bei uns ist das das HM Racing Team von Munich Motorsports. Ein Ort des gemeinsamen Musizierens, bei uns im HM Orchester, im Chor, mit der Big Band. Ein Ort des gemeinsamen Essens. Klar, unsere Mensa ist nicht der Hogwartsche Schloss-Speisesaal, das nicht, aber in analoger Weise ein soziales Zentrum unserer Studierenden. Ein Ort der Partnersuche auf unseren ebenso glanzvollen Abschlussfeiern in Smoking, in Abendkleid. Ein Ort der studentischen Verantwortung. In Hogwarts ist das Dumbledores Armee, bei uns ist das, klingt jetzt weniger dramatisch, das studentische Parlament. Bei dem, was die HM zusätzlich zur fachlichen akademischen Ausbildung zu bieten hat, in der Innenstadt einer der attraktivsten Städte der Welt, ist das Stattfinden eines realen Studiums vor Ort von größter Bedeutung. Es ist Teil unseres Markenkerns, eine lebendige Hochschule zu sein. Wer an der HM studiert, studiert modern, klar, gerne auch mit einer Vielzahl digitaler Formate, aber wer das Abenteuerstudium erfahren will, wer beim Studieren Zauberhaftes erwartet, der fährt seinen Rechner runter und kommt auf unseren Campus. Denn dort erlebt man Interkulturalität, dort erlebt man, das ist so wichtig, dort erlebt man ein Entrepreneurial Mindset. Ich muss das jetzt einfach loswerden, an einer Gründerhochschule ersten Ranges, dass der Stifterverband die HM in diesem Punkt vor die großen renommierten Universitäten platziert hat, klingt wie Zauberei, ist aber ein hartes Stück Arbeit. Wer den Spirit der Hochschule München also erleben will, kommt zu uns auf den Campus, so wie Sie, liebe Gäste. Ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind, um diesen Spirit zu erleben, dass Sie dabei sind, wenn wir die roten Teppiche für die ausrollen, die diesen Spirit maßgeblich prägen. Ich freue mich jetzt auf großes Kino an einer
zauberhaften Hochschule. Auf viel Spannung bei der Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger und auf viel Spaß bei der Oscar von Miller Feier 2023. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Martin Leitner. Und weil wir so flexibel, agil heißt das, glaube ich, heute sind, ich hoffe, wir erschrecken Sie nicht völlig damit, Frau Dietl, haben wir jetzt eine kleine Änderung im Plan, um dem Minister noch ein paar Minuten mehr Zeit zu geben, zu uns zu kommen. Das passt aber insofern auch sehr gut, weil gerade eben auch nochmal der Bezug zur Stadt, zu dieser städtischen Hochschule München gemacht wurde. Und unsere Hochschule ist wie keine andere der am trimagischen Turnier der drei Wissenschaftsinstitutionen Beteiligten, LMU, TUM und HM, mit der Stadt verbunden. Alle unsere Standorte sind innerhalb der Grenzen Münchens. Eine ganz so enge Beziehung zu München hat leider keiner der Harry Potter Filme. Wir haben schon gehört, die verschiedenen Standorte und Filmdrehorte lagen wohl eher nicht hier in der Gegend. Allerdings gab es 2018 Dreharbeiten mit Daniel Radcliffe, dem Harry Potter, dem Hauptdarsteller hier in München, zu einem Film, ich weiß nicht, wer den kennt, der ist, glaube ich, nicht so riesig abgegangen, ganz akimbo, ziemlicher Actionkracher. Und da waren dann auch Szenen dabei rund um die Hackerbrücke oder im Englischen Garten. Es lag wohl aber leider nicht an der sicherlich vorhandenen Schönheit Münchens, sondern, wie ich Brancheninsider-Quellen entnommen habe, eher an der üppigen Filmförderung, die jetzt hier nach München getrieben haben. Der erste Harry Potter Band wurde 1997 veröffentlicht auf Englisch. 2001 kam die erste Verfilmung. Von ihr wissen wir, dass sie wie die HM ein Münchner Kindl ist. Wir wissen, dass sie ihren ersten Kinofilm im Rex am Agricola-Platz gesehen hat. Was wir noch nicht wissen, ist, welcher das ist, aber vielleicht verrät sie uns das, ja. Begrüßen Sie mit mir die dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, Frau Verena Dietl, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Präsident Professor Leitner, ich freue mich sehr, dass ich heute an Ihrem magischen Ort, die Hochschule München, kommen durfte und heute als Ihre Muggelbürgermeisterin zu Ihnen sprechen darf, hier auch aus Perspektive der Stadt. Ich darf vor allem auch unsere Preisträgerinnen und Preisträger heute auch nochmal begrüßen und freue mich sehr, nachher auch dabei zu sein, wenn wir den Oscar von Miller-Preis verleihen. Und Sie hatten ja schon angesprochen, es ist schön, dass Sie mich erinnert haben, dass mein erster Kinobesuch im Rex war. Es ist natürlich als Münchner Kindl dann für mich auch ein wichtiger Ort, die Verbundenheit zu München. Und genauso sehe ich auch die Hochschule München, eine sehr starke Verbundenheit. Und deswegen seien Sie sich auch ganz gewiss, dass wir immer miteinander schauen, Sie als Hochschule und wir als Stadt München, wo Sie Ihren Platz haben und was wir gerade für Sie als Hochschule tun können, wie wir gemeinsam an den Sachen auch dranbleiben können, dass manchmal mit ein bisschen Magie und manchmal auch nur mit Kreativität, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen. Von den magischen Orten ist mir vorher noch eingefallen, ich weiß, dass kein Harry Potter Film im Rathaus gedreht worden ist, aber als ich mit meinem Sohn die Schule der magischen Tiere angeschaut habe, habe ich plötzlich entdeckt, dass genauso dieser Film, also auch ein magischer Film anscheinend, in den Fluren des Rathaus gedreht wurde. Also bringe ich auch ein bisschen Magie aus dem Münchner Rathaus heute hoffentlich auf diese Veranstaltung mit. Der Preis, den wir heute verleihen, steht für herausragende Leistungen von Absolventinnen und Absolventen der Hochschule München. Promotionen, Qualität der Lehre und angewandte Forschung und Entwicklung, Partnerschaften mit der Praxis. Die Hochschule München ist auch für uns als Stadt München eine der größten und renommiertesten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland und bietet damit ein breites Spektrum an Studiengängen und Forschungsthemen. Und genau so soll es auch sein, die Menschen, die bei Ihnen studieren, sollen natürlich dann auch in München Fuß fassen, sollen hier bleiben. Und deswegen freue ich mich in vielen Gesprächen, wo ich mit Menschen führe in dieser Stadt, dass sie ihren Ursprung hier in der Hochschule haben, hier studiert haben und dann auch der Landeshauptstadt München treu geblieben sind.
Sie sind für uns ein wichtiger Partner für die Wirtschaft und Industrie. Deswegen sehe ich heute auch viele Vertreterinnen und Vertreter. Und sie trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt auch bei. Doch die Bedeutung der Hochschule München ist für unsere Stadt reicht weit über die wirtschaftlichen Dimensionen zusätzlich hinaus. Sie prägt das akademische Leben unserer Stadt und ist ein Ort des Wissensaustauschs und der Innovation. Durch ihre Ausbildung und Forschung trägt die Hochschule auch zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen bei und fördert damit das Verständnis komplexer Zusammenhänge. Die Hochschule München ist für uns auch ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens unserer Stadt. Sie bietet ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen und fördert damit auch den kulturellen Austausch. Als eine der führenden Hochschulen in den Bereichen Kunst und Design trägt sie zur künstlerischen Vielfalt unserer Stadt bei und inspiriert mit innovativen Projekten. Oskar von Miller, Namensgeber des Preises, der heute verliehen wird, war nicht nur ein herausragender Ingenieur, nein, er war auch Münchner Kindl und Münchner Bürger und ein wichtiger Teil unserer Stadtgeschichte. Von Miller gründete das Deutsche Museum, das heute eines der bedeutendsten Technikmuseen in der Welt ist und jährlich Millionen von Besucherinnen und Besuchern anzieht. Das Museum zeigt eindrücklich, wie wichtig Wissenschaft und Technik für unsere Gesellschaft ist und somit ein wichtiger Bildungsort. Und wenn ich gerade von Wissenschaft und Bildung spreche, freue ich mich sehr, dass jetzt auch der Staatsminister Blume zu uns gekommen ist. Das passt ja ganz hervorragend. Herzlich willkommen. Der Oskar-Miller-Preis ehrt somit nicht nur die aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger für ihre Leistungen an der Hochschule München, sondern auch das Erbe von Oskar von Miller und die Bedeutung von Bildung und Wissenschaft für unsere Stadt. Ich möchte den Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich gratulieren und ihnen für die hervorragenden Leistungen danken. Sie sind damit ein Vorbild für die Studierenden, die Lehrenden und Forschenden und zeigen, dass mit Fleiß, Ehrgeiz und Leidenschaft vieles möglich ist. Ich bin mir sicher, dass Sie in der Zukunft Ihre Fähigkeiten, Ihr Wissen erfolgreich einsetzen werden und somit auch gerade nochmal zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen werden. Ich möchte mich bei der Hochschule München ganz herzlich bedanken für die hervorragende Arbeit, für das Wissen, das Sie einbringen, dass Sie für die Ausbildung beitragen, für die Forschung. Und das ist auch entscheidend für uns, für die Entwicklung unserer Stadt, einer ganzen Region. Und Sie sind ein sehr wichtiger Partner für uns. Ich hatte heute am Mittag einen Termin mit Bürgermeistern aus Georgien, die bewusst nach München gekommen sind, weil sie sich München als eine Stadt der Bildung ausgesucht haben. Und das freut mich natürlich immer als Bildungsbürgermeisterin. Aber ich denke, alle wir Bildungseinrichtungen tragen auch dazu bei, dass wir das in die Welt hinaus ausstrahlen. Abschließend möchte ich betonen, wie stolz wir sind, dass wir die Hochschule München in unserer Mitte haben, ihre Absolventinnen und Absolventen sind. Der Oskar von Miller Preis ist ein wichtiger Ansporn für zukünftige Generationen von Studierenden und Lernenden, sich in den Bereichen Technik, Wissenschaft, Kunst und Design zu engagieren und innovative Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Wir sind uns sicher, dass die Hochschule München auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Stadt spielt. Ich möchte darum bitten, dass wir immer gemeinsam im Gespräch bleiben und schauen, wo wir hinschauen müssen. Und dass uns dabei nie die Projekte und gemeinsamen Initiativen ausgehen, dass wir unsere wunderbare Stadt noch schöner gestalten können. Und jetzt hoffe ich, dass ich unserem Staatsminister noch mal die Möglichkeit gegeben habe, kurz durchzuatmen. Er ist als bayerischer Vertreter natürlich ein bisschen mehr unterwegs, wie ich im Freistaat Bayern, wie ich als Bürgermeisterin, die sich auf München dann beziehen muss. Und Dankeschön, dass ich heute dabei sein darf. Und ich freue mich auf einen gemeinsamen Weg und einen gemeinsamen weiteren Austausch. Und jetzt freue ich mich auch auf die Preisverleihung später. Dankeschön. Wenn ein Minister da ist, dann müssen wir natürlich über Ranking-Ergebnisse sprechen. Jetzt hat der Präsident schon ein bisschen gespoilert. Ich will Sie alle nicht langweilen. Sie haben es schon mal gehört, aber vielleicht
in Richtung unseres Ministers ein Ranking-Ergebnis nochmal herausgegriffen. Wir sind natürlich sehr stolz, dass der Stifterverband uns ausgewählt hat, platziert hat als beste unter den großen Hochschulen und Universitäten im Bereich Entrepreneurship. Das können wir natürlich nur erreichen mit unserem Strašek Center for Entrepreneurship. Darauf ja, sind wir einfach stolz. Das musste ich jetzt nochmal loswerden. Die Harry Potter-Filme sind da leider nicht ganz so erfolgreich. 6 Filme wurden für 12 Oscars nominiert, aber einen Preis konnten sie nicht nach Hause tragen. Unser Erfolg hat nichts mit Magie zu tun, sondern mit Kreativität, Intelligenz, Durchsetzungsvermögen, harter Arbeit und mit Unterstützung, die von unserem wissenschaftlichen Zaubereiministerium auf höchster Ebene kommt. Begrüßen Sie mit mir Wissenschaftsminister Markus Blume. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation. Dass Sie gut sind, ehrlicherweise, das wusste ich schon. Ich habe mir gestern erlaubt, in meiner Regierungserklärung vor dem Bayerischen Landtag sogar darauf hinzuweisen, dass wir herausragende Gründungshochschulen haben und habe natürlich die Hochschule München mit dieser Spitzenplatzierung auch erwähnt. Also herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite nochmal. Es hat sich sogar bis ins Zauberministerium durchgesprochen, meine Damen und Herren. Ich darf wirklich herzliches Dankeschön sagen für die Einladung natürlich an Sie, lieber Herr Präsident Leitner. Ich freue mich, dass auch wie schon im vergangenen Jahr die Stadt sehr gut vertreten ist. Frau Bürgermeisterin, danke auch für Ihre Rücksichtnahme. So viel gutes Miteinander zwischen Stadt und Land, was da noch alles wachsen kann in diesem Jahr und in folgenden, wer weiß das. Und ich freue mich natürlich, dass ich einmal mehr hier überhaupt an dieser Hochschule München sein darf. Eine unserer ganz großen, einer unserer besonders leistungsfähigen und einer, die sich immer auch bemüht, an ihrem besonderen Tag, an ihrem Dies Academicus oder hier bei der Oscar von Miller Feier, wirklich alle Register zu ziehen. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, Kinofilme von Harry Potter, die waren nicht erfolgreich, aber hier wird schon immer großes Kino gegeben. Alleine schon, wenn ich mir so die Auswahl der Überschriften anschaue und der Themen, mit denen Sie dann Ihren jeweiligen Tag im Jahr schmücken, da ist schon besonders viel Kreativität da. Ich kann mich gut an letztes Jahr erinnern, das war eine meiner ersten Veranstaltungen als noch ganz frisch gebackener Wissenschaftsminister. Damals war es James Bond, da habe ich mich natürlich auch sofort total zu Hause gefühlt und kann aber auch ehrlicherweise mit diesem Motto von Harry Potter natürlich umgehen. Wenngleich ich sagen muss, dass Sie es besser getroffen haben mit der Anmoderation. Meine Redenabteilung hat aufgeschrieben, ich würde nicht aus der Kammer des Schreckens kommen. Ja, das stimmt, aber das ist doch eine eher negativ geprägte Sichtweise auf das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Etwas mehr Selbstbewusstsein hätte uns da, glaube ich, gut getan. Auch der Redenabteilung Zauberministerium, muss ich sagen, gefällt mir viel besser. Ich will in jedem Fall sagen, die Beweislage ist eindeutig und das ist, glaube ich, das, was Sie auch erreichen wollen. Sie wollen deutlich machen, die Hochschule München, sie spielt schon in einer ganz besonderen Liga, eigentlich in einer eigenen Liga. Denn wenn man sich schon mit Hogwarts vergleicht und HM, ich habe das jetzt einfach als Hogwarts Munich irgendwie gedeutet, dann wollen sie schon deutlich machen, mit ihnen in der Liga können nicht viele spielen. Denn wenn ich richtig informiert bin, in Großbritannien gibt es genau eine Zauberschule und sie wollen deutlich machen, also diese Hochschule München, die gibt es eigentlich auch nur genau einmal. Herzlichen Glückwunsch zu dieser absoluten Alleinstellung, meine Damen und Herren. Ich bin noch nicht in alle Winkel, Herr Präsident, vorgedrungen an Ihrer Hochschule, aber ich weiß, dass vieles, was es in Hogwarts gibt, auch bei Ihnen vorhanden ist. Sie sind sehr engagiert im Hochschulsport, zentrale Hochschulsport. Da, glaube ich, wird auch fast alles angeboten. Nur Besenreiten habe ich nicht gefunden, habe extra nochmal nachgeschaut. Wenngleich ich glaube, Frau Bürgermeisterin, gerade mit Blick auf die aktuelle Verkehrslage, ich bin die letzten Meter sogar zu Fuß gegangen, weil es wirklich so gestaut hat vor der Türe. So ein Besen in München würde uns an manchen Stellen gar nicht schlecht tun. Vielleicht können Sie dann ein kleines Forschungsprojekt aufmachen. Und jetzt sehe ich meinen Herrn Haaf gerade nicht. Herr Haaf, also für fliegende Besen, ja genau, Herr Haaf ist nicht der Experte für fliegende Besen bei uns, aber könnte der Experte sein, um solche herausragenden Projekte dann auch förderfähig zu machen. Also wenn es da Anträge gibt, Sie dürfen sicher sein, Sie würden positiv beschieden werden. Gerade haben wir es schon gehört, was diese Hochschule besonders macht. Hier wird
fast gezaubert. Ich glaube, so kann man sagen, nicht ganz, aber fast gezaubert. Jedenfalls sind Sie in der Lage, hier das, worauf es gerade ankommt, in besonderer Weise nach vorne zu stellen. Ideen. Die Welt lechzt nach Ideen und die Welt lechzt ehrlicherweise auch nach Talenten. Und für beides steht diese Hochschule München. Ich hatte im vergangenen Jahr einen wunderbaren Termin zusammen mit unserem Ministerpräsidenten, als der Chef der welterfolgreichsten oder weltgrößten Firma nach München gekommen ist, Tim Cook von Apple. Er hat uns damals, bevor dann der anstrengende Teil für mich kam, ich war den ganzen Abend mit ihm am Oktoberfest, aber war auch nett, er hat uns damals erklärt, dass Apple eine größere Investition, Frau Bürgermeister, in München vorhat, die wir natürlich von Seiten des Freistaats maßgeblich unterstützt haben. Und wir haben ihn gefragt, warum eigentlich München? Natürlich sind wir überzeugt von Bayern, sind überzeugt von München, wissen um die Standortqualitäten, aber wir wollten es nochmal von dritter Seite hören. Und die Antwort war relativ klar, weil es nur hier einen Standort gibt, wo beides zusammenkommt. Der Pool of Talents, der Talentpool auf der einen Seite und diese unglaubliche Lebensqualität auf der anderen. Und so Tim Cook, kein Zitat von uns, nicht aus der Werbebroschüre der Staatsregierung, einen solchen Standort gibt es in der Welt nur 2-3 Mal und Bayern und München ist eben einer davon. Ich finde, wir dürfen darauf stolz sein und ich glaube, wir machen wirklich alles richtig, wenn wir entlang dieser Linie versuchen, die Möglichkeiten da auch noch zu weiten. Mit der Hightech-Agenda Bayern, das ist jetzt mein kleiner Werbeblock, das ist unsere Zauberei quasi, allerdings mit viel Geld verbunden, 3,5 Milliarden Euro, die bedeuten, dass wir mehr Professuren an die Hochschulen bringen, insgesamt 1000, dass wir mehr wissenschaftliche Mitarbeiter an die Hochschulen bringen, weitere 1500 Stellen, dass wir insgesamt versuchen, die besten Köpfe nach Bayern zu holen. Und da würde ich sagen, meine Damen und Herren, lieber Herr Leitner, da hängen Sie Hogwarts aber sowas von um Lichtjahre ab. Also wenn ich richtig informiert bin, Spitzenprofessor haben wir auch viele. Sie haben übrigens, waren die erste Hochschule für angewandte Wissenschaften, die einen Spitzenprofessor in Bayern gewonnen hat. Also in Hogwarts, glaube ich, gibt es nur einen und der hieß, wenn ich richtig informiert bin, Dumbledore. Und auch was die Stellenausstattung insgesamt angeht, da liegt Hogwarts echt nicht gut. 12 Professoren, wenn ich richtig informiert bin. Also da haben wir alleine mit der Hightech-Agenda, lieber Herr Präsident, bei Ihnen deutlich mehr draufgelegt, als was in Hogwarts überhaupt am Start ist. Also Sie dürfen davon ausgehen, meine Damen und Herren, die Bedingungen hier in dieser Hochschule sind unendlich viel besser. Auch was den Raumbedarf, das Raumprogramm angeht. Ich habe mich wirklich informieren lassen, weil man ja weiß, man wird dann auch mit Wünschen möglicherweise konfrontiert. In Hogwarts, es gibt nur 4 Häuser. Sie haben dagegen heute schon 6 Forschungsinstitute, 14 Fakultäten, eine Studienfakultät und in wirklich guter Übereinkunft mit der Landeshauptstadt München konnten wir gemeinsam den Weg dafür freimachen, dass der Nordcampus realisiert werden kann. Es waren nicht einfache Grundstücksgespräche, aber wir sind am Ende zum guten Ergebnis gekommen mit der Landeshauptstadt, wofür ich sehr dankbar bin, sodass ich heute sagen darf, der Weg ist grundstückseitig auch frei für diesen Campus und ich würde mich freuen, wenn wir möglichst rasch jetzt auch den Projektantrag auf den Weg bringen, dass diese dringende Erweiterung und dieser dringende Ausweichschritt dann auch möglich wird, damit die Hochschule München das machen kann, was in Hogwarts nie geplant war. Weiter ausgebaut zu werden, deutlich mehr Studierende und Zauberwillige aufzunehmen, um am Ende auch wirklich sagen zu können, wir sind die Hochschule, wo beides zusammenkommt, Talente und Technologie und wie gesagt ein bisschen Zauberei. Hogwarts hatte am Ende ja eigentlich von diesen ganz großen Talenten nur Harry Potter und Hermine, zwar beide großartig, aber ich freue mich so genauso wie die Bürgermeisterin, dass wir heute so viel mehr von Harry Potters und Hermines auszeichnen können. Das sind nämlich die Preisträger und Preisträger, die dieser Hochschule ein unverwechselbares Gesicht geben, nicht nur in München, sondern auch in Bayern. Wir sind stolz auf unsere Hochschule München und deswegen war es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich quasi schon jetzt einer guten Tradition folge. Ich war zum ersten Mal im letzten Jahr hier, ich bin jetzt wieder da, damit ist in Bayern üblicherweise eine Tradition begründet und deswegen verspreche ich Ihnen, werde auch in Zukunft wieder kommen. Alles Gute. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt zum ersten Höhepunkt des Abends kommen, muss ich dem Zaubereiminister sagen, wir sind unserer Zeit wie immer weit voraus. Wir haben den neuen Firebolt, also Besenfliegen, kein Problem. Hatten wir im Trailer, in dem Sie noch nicht waren, zeigen wir Ihnen nochmal. Aber kommen wir zum ersten Oscar des Abends, den Oscar für Qualität in der Lehre. Bildung ist ein zentrales Thema in der Harry-Potter-Serie Hogwarts. Sie haben ihn schon mehrmals gehört, Sie kennen es wahrscheinlich. Die Schule für Zauberei und Hexerei
ist der Ort, an dem die Hauptfiguren lernen und wachsen. Sie lernen nicht nur Zaubersprüche und Zaubertränke, sondern trainieren auch ihre Lebenskompetenzen, wie Freundschaft, Mut und Zusammenarbeit. Es wird deutlich, dass der Erfolg im Leben, bei Harry Potter manchmal des Überlebens, von der Fähigkeit abhängt, sich weiterzubilden, zu lernen. Und dafür braucht es in Hogwarts wie auch an der HM Lehrende, Mentorinnen, die die Schülerinnen, die Studierenden unterstützen und ihnen helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Einen davon zeichnet heute unser Vizepräsident für Lehre aus, Klaus Greulich. Accio Klaus. Ja, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geehrte Hexen und Zauberer, geschätzte Gäste, wir haben heute schon viel darüber gehört, wie großartig diese Hochschule ist, die Hogwarts Munich, wunderbar, wunderbar eingeführt. Das H steht ab sofort für mich nur noch für Hogwarts. Und nun geht es, wie schon angekündigt, darum, einen unserer Zauberer, eine unserer Zauberinnen auszuzeichnen. Mir ist es eine große Ehre, heute hier zu stehen und diese kleine Laudatio zu halten. Kleine Laudatio, die von einer magischen Welt inspiriert ist. Der Welt des Lernens und Lehrens. Heute verleihen wir einen hoch angesehenen Oscar für herausragende Lehre, für herausragende Hochschulleistungen für einen Preisträger, eine Preisträgerin, die es mit Magie im Klassenzimmer geschafft hat, Studierende zu erobern. Unser Preisträger, unsere Preisträgerin, hat sich in der Kunst der Lehre als Zaubermeisterin erwiesen, mit einer außergewöhnlichen Mischung. Und das ist jetzt tatsächlich Studierendenmeinung, mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Weisheit, Wissen und Begeisterung hat er oder sie es geschafft, den Unterricht in ein fesselndes Abenteuer zu verwandeln. Ein Abenteuer, das die Studierenden in den Bann zieht. Gleichsam wie Harry Potter es geschafft hat, seine Freunde in die Welt der Magie einzuführen, hat unser Preisträger, unsere Preisträgerin, die Studierenden in die faszinierende Welt des Wissens geführt und sie auf eine unvergessliche Lernreise mitgenommen. Er oder sie hat es verstanden, eine Lernumgebung zu schaffen, in der Studierende ermutigt werden, und das geht weit über das Fachliche hinaus, ihre kritischen Denkfähigkeiten zu entwickeln, ihre Talente zu entdecken, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das erinnert schon sehr an die Schüler von Hogwarts, die ihre Zauberkräfte entdecken und entfalten. Mit einer Mischung aus Bewährtem, aber vor allem Innovation hat unser Preisträger, unsere Preisträgerin, die Hochschullehre noch ein Stück lebendiger gemacht und gezeigt, dass Lernen spannend, inspirierend, ja, sogar magisch sein kann. Sie oder er hat nicht nur tiefes Fachwissen vermittelt, sondern auch Werte wie Zusammenarbeit, Toleranz, Respekt gefördert. Das sind Werte, die in der Welt von Harry Potter von großer Bedeutung sind. Aber ebenso, und das ist das Schöne, wie es wieder mal zusammenpasst, ebenso zur Generation Z gehören. Er oder sie hat die Studierenden ermutigt, ihre an der HM, an der Hogwarts Munich, erlernten einzigartigen Fähigkeiten später einzusetzen, um die Welt mit Tatkraft und Kompetenz zum Staunen zu bringen. Er oder sie hat die Vorlesungen, Seminare, Übungen und Projekte lebendig und interaktiv gestaltet und dabei die Studierenden ermutigt, Kreativität und Fantasie einzubringen. Magie und Vorstellungskraft gehen bei ihm, bei ihr, Hand in Hand. Nun, sehr verehrte Gäste, wer ist dieser Zaubermeister, diese Meisterin? Von wem ist hier die Rede?
Studierende haben ihn vorgeschlagen und unsere Jury, die hier schon erschienen ist, ich brauchte gar keinen Zauberspruch aufzusagen, schon erschienen unsere Jury mit dem Sprecher der StudiendekanInnen, mit der stellvertretenden Frauenbeauftragten, mit dem Vorstand der Studierendenvertretung. Diese Jury hatte es nicht ganz einfach. Diese Jury hat aus 5 Nominierten, die von den Studierenden aus allen beinahe 500 Meistern und Lehrlingen ausgewählt wurden, aus 5 Nominierten, die nicht wie von Zauberhand erscheinen, sondern jetzt, aus diesen 5 Nominierten, Professor Gabriele Fischer, Professor Michael Hiebel, Professor Bastian Katz, Professor Markus Klein und Professor Florian Nafts, aus diesen 5 Nominierten, wurde ausgewählt und nun Abracadabra, 3-mal geblitzter Oscarpreis. Ja. Wir müssen das noch überprüfen. Das stimmt. Herr Katz, bitte, kommen Sie. Einen ganz herzlichen Glückwunsch und Ihre Urkunde bekommen Sie auch noch. Bitte sehr. Und nun gehört die Bühne Ihnen. Bitte. Das ist wieder die gewohntere Perspektive für mich in so einem Raum. Genau. Also erstmal vielen Dank für die warmen Worte und ich bedanke mich bei der ganzen Jury ganz herzlich, nicht nur für die Auszeichnung, sondern vor allen Dingen für das Interesse, das Sie meinen Vorstellungen entgegengebracht haben. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den KollegInnen von der Fakultät für Informatik und Mathematik. Ich habe, seit ich hier bin, sehr profitiert von der Bereitschaft, in der Lehre an einem Strang und insbesondere auch in die gleiche Richtung zu ziehen und Material zu teilen, sich miteinander auszutauschen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich mich vor allen Dingen aber bei den Studierenden bedanken möchte. Zum einen sozusagen für das Vorschlagen, für dieses positive Feedback. Zum anderen aber auch ganz besonders für den Vertrauensvorschuss, den mir Studierende ganz häufig entgegenbringen, wenn ich ihnen das Angebot mache, mehr vorzubereiten, um mir damit Freiräume im Unterricht zu schaffen, die ich dann versuche zu nutzen. Man hat mir gesagt, ich hätte noch ganz kurz Zeit, ein bisschen was zu meiner Motivation zu ergänzen. Und jetzt hoffe ich, dass mein Zauberstab funktioniert. Ich habe Ihnen ein kleines Fundstück mitgebracht. Das ist ein Tweet von 2021. Die Älteren erinnern sich noch, das war Corona-Zeit. Ein Student stellt fest, dass er in einem Online-Kurs bei einem Dozenten ist, der schon seit über einem Jahr nicht mehr lebt. Das ist schon merkwürdig genug, aber noch merkwürdiger ist, er ist ganz zufrieden. So, und darüber musste ich nachdenken. Ich persönlich empfinde das naturgemäß als großen Vorteil, dass ich lebe. Aber die Frage ist, haben meine Studierenden wirklich etwas davon? So, und insbesondere, also Präsenzlehre bedeutet für Studierende, das spiegeln Sie aber auch manchmal ganz gerne zurück, das zwingt Studierende Zeit, Ort, Tempo sozusagen von mir anzunehmen. Das können Sie nicht auf der Couch machen, sondern Sie müssen zu mir kommen und ich definiere vieles davon. Und da muss ich mich fragen, nutze ich die Zeit wirklich so, dass ich mich hinterher hinstellen kann und selbstbewusst sagen kann, das lernen Sie so in keinem Video. Und für mich war das eine sehr hilfreiche Perspektive. Präsenzlehre ist ein sehr knappes, ein teures und ist aber auch ein sehr wertvolles Element im Lernprozess. Lehrende und Lernende verzichten auf Flexibilität, um von dieser direkten Interaktion, von dem
Raum von der Gleichzeitigkeit zu profitieren. Und was ich dabei gelernt habe, es ist sinnvoll, diese Zeit von allem freizuhalten, was man ebenso gut aufzeichnen und abspielen könnte. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn wir über Schule sprechen, von einem Verein der Freunde der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal featurete in den Büchern oder in den Filmen. Irgendwie waren alle englischen Zauberer und Zauberinnen ja Teil dieser Schule gewesen und alle offensichtlich auch Freunde davon. Da gab es irgendwie gar keinen eigenen Verein mehr. Es gab eine Ausnahme, das war die Ausnahme dessen, der nicht genannt werden darf. Der war vielleicht kein Freund dieser Schule, auch wenn er selber da zur Schule ging. Sein Verein waren die Todesser, sehr finstere und ziemlich unsympathische Gestalten, die im Untergrund auf einen Umsturz hinarbeiteten zu einem autoritären Zaubererregime, wenn Sie so möchten, die Reichsbürger des Harry Potter-Universums. Der Verein, dem er vorsteht, der tut sich seit vielen, vielen Jahren hervor als großer Unterstützer und Förderer der Hochschule München. Also eher wie der Orden des Phönix, jener Bund gegründet von Dumbledore zum Kampf gegen die finsteren Mächte. Jetzt haben wir ja gar keine finsteren Mächte. Wir haben ja auch gelernt, der Minister kommt gar nicht aus der Kammer des Schreckens, sondern eben vom Zaubereiministerium. Und mit Hilfe dieses Vereines können wir auch dieses Jahr wieder ausgezeichnete Absolventinnen der HM mit ihren großartigen Abschlussarbeiten auszeichnen und prämieren. Heißen Sie also mit mir ihn, der genannt werden will. Herzlich willkommen, Professor Dr. Roland Vogt, Vorstand des Vereins der Freunde der Hochschule München. Roland, wo bist du? Da. Herzlich willkommen. Ja, herzlich grüß Gott, lieber Herr Minister, herzliche grüß Gott, liebe Frau Bürgermeisterin, Herr Präsident, Präsidium, liebe Nominierte, liebe Gäste und liebe Freunde von Hogwarts Munich. Ich als mittlerweile schon weit über 20 Jahre Vorstandsmitglied der Freunde der Hogwarts Munich darf Sie ganz herzlich begrüßen und Ihnen ganz kurz, bevor wir in den operativen Teil des heutigen Abends übergehen, den Förderverein der Hogwarts Munich der Hochschule München vorstellen. Es ist ein Verein über alle Fakultäten, über alle Geheimnisse und Kammern in diesem Haus. Und unser Wahlspruch fördern, ermöglichen, vernetzen bedeutet natürlich fördern, zum Beispiel heute aus 5 vorab ausgewählten besten Studierenden des Jahres 2022 dürfen wir heute die 2 allerbesten prämieren. Wir hatten kürzlich in unserer Jahreshauptversammlung die besten 5 des vergangenen Jahres prämiert. 2 davon wurden ausgewählt für die heutige Preisverleihung, beste Bachelor und beste Master. Ermöglichen, fördern, ermöglichen, vernetzen, ermöglichen. Ja, aus Mitgliedsbeiträgen von Personen und Unternehmen, die als Fördermitglied bei uns ihren Obolus entrichten, ihre geheime Unterstützungsleistung. Dort unterstützen wir dann beste Studierende, wie heute, beste, gute, sehr gute und fördernswerte Studierende, indem wir zurzeit 6 Deutschlandstipendien finanzieren. Zusätzlich auch noch Unterstützung des Applied Science Slam, Unterstützung des Hochschulinformationstag in Verbindung. Hier sehen wir uns mit einer besonderen Verantwortung, die Vernetzung zu den Unternehmen herzustellen. Ja, und natürlich fördern, ermöglichen, vernetzen, insbesondere vernetzen an so Tagen wie heute. Da kann ich Sie nur ermuntern und auffordern, sich zu vernetzen. Vernetzen mit Unternehmen, vernetzen mit Alumni, die hier zahlreich sitzen, mit Personal der Hochschule, mit Professorinnen und Professoren, mit Verwaltungsmitgliedern,
Vernetzung mit Freunden von Hogwarts Munich, Vernetzung mit den besten Absolventen und Vernetzung mit Ihnen. Falls Sie es noch nicht sind, biete ich Ihnen natürlich an, dass Sie gerne Mitglied in diesem geheimnisvollen Verein werden können und lassen Sie sich dadurch auch dann dauerhaft verzaubern und an solchen Veranstaltungen wie heute dabei zu sein. Jetzt, nachdem Sie jetzt hoffentlich Appetit bekommen haben auf den Zauberspruch, hier Mitglied zu werden und dann zu vielen dieser schönen Veranstaltungen auch eingeladen zu werden, darf ich jetzt natürlich den ersten Preisträger aus der Studierendenschaft, aus der Absolventenschaft, muss man sagen, vorstellen. In der Kategorie Bachelor aus der Fakultät 7 Informatik und Mathematik darf ich Herrn Tobias Wallner nach vorne bitten. Wo ist er? Ja, genau. Nicht Magie, sondern Intelligenz, Fleiß, Können und Einsatz führten zu einer Abschlussgesamtnote von 1,12. Für mich allerdings dennoch magisch, mit solchen Noten. Davon habe ich in komischen Träumen mal geträumt, aber sie nie erreicht. Thema der Abschlussarbeit von Ihnen, zu der Sie dann gleich selber auch noch etwas sagen dürfen, Vergleich der Anwendung von Methoden aus der Software-Testpriorisierung auf Produkttests in der Fertigung. Herr Wallner hat in seiner Bachelorarbeit zum Thema Testpriorisierung eine tolle Balance zwischen Vorlesungsunterlagen, weiterführender Literatur und aktuellen Forschungsergebnissen gefunden, um darauf aufbauend eigenständige Lösungen für einen Anwendungsbereich vorzuschlagen und zu bewerten. Neben den hervorragenden schriftlichen Arbeit zeichnet sich Ihnen besonders aus, dass er die regelmäßigen Meetings immer akribisch vorbereitete, quasi magisch, und die jeweils fertiggestellten Teile mit Folien eindrucksvoll untermalte und ummantelte. Auch in der Abschlusspräsentation zeigt er sein zauberhaftes Kommunikationstalent, indem er die Themen so schön aufbereitete, dass die Kommilitoninnen und Kommilitonen dem komplexen Thema leicht folgen konnten. Ich gehe davon aus, weil wir ihn selber ausgewählt haben, dass jetzt auch der richtige Name drinsteht. Freuen Sie sich mit mir und vor allem mit Herrn Thomas Wallner für die Auszeichnung Oscar für exzellente Studienabschlüsse Bachelor, Exzellenz, Fakultät für Informatik und Mathematik, Tobias Wallner. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine sehr große Ehre, hier heute stehen zu dürfen und diesen Preis in Empfang zu nehmen und Ihnen in Kürze meine Bachelorarbeit vorzustellen. Diese handelte von, wie gerade erwähnt, einem Vergleich von der Anwendung von Methoden aus der viel erforschten Software-Testpriorisierung angewandt auf Produkttests in der Fertigung bei Rode und Schwarz. Was ist nun aber die Software-Testpriorisierung? Es geht dabei darum, innerhalb einer Testausführung Fehler schneller zu finden, indem wir die Reihenfolge dieser Tests ändern, sodass Tests priorisiert ausgeführt werden, die häufiger zu Fehler führen. Hier ein kurzes Beispiel. Wenn wir hier 5 Tests haben, wovon der erste und der dritte erfolgreich waren und die anderen fehlgeschlagen sind, können wir die Reihenfolge so ändern, dass wir zuerst den 5. Test ausführen und dann den 2. und den 4. Und somit finden wir quasi den Fehler wesentlich schneller, nach 1/3 der Zeit wie im vorherigen Fall, und können das Produkt damit schneller aussortieren und eben das nächste Produkt schon wieder testen. Genau. Kurz zum Aufbau meiner Arbeit. Zuerst habe ich beschrieben, quasi diesen Datensatz beschrieben und wie ich diesen aufbereitet habe. Es handelt sich dabei um ungefähr 40.000 Testausführungen, die während und nach der Produktion von verschiedenen Rode- und Schwarz-Messgeräten entstanden sind. Anschließend habe ich beschrieben, welche Algorithmen das es in der Software-Testpriorisierung gibt und wie man diese jetzt auf diese Produkttests anwenden kann.
diese verwenden, zum Beispiel die Ausführungszeit der Tests oder auch, ob diese in der Vergangenheit öfter fehlgeschlagen haben. Und zum Schluss habe ich dann eine Auswertung durchgeführt. Und bei dieser ist eben herausgekommen, dass man auf jeden Fall diese Zeit verkürzen kann. Aber um das Ganze dann wirklich praktisch noch anwenden zu können, braucht man noch mehr Daten, muss die erfassen eben. Zum Beispiel die Abhängigkeiten zwischen den Tests, auf die hatte ich keinen Zugriff. Genau. Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei meinem betreuenden Professor, Dr. Ulrich Hafner. Der ist, glaube ich, auch anwesend hier irgendwo. Genau. Und meinem Betreuer von der Firmenseite, Florian Zipperle, der ist leider nicht anwesend. Und natürlich bei meiner Familie und allen meinen Kommilitonen, die mich auf dem Weg durch Studien begleitet haben. Vielen Dank. Ja, die Spannung steigt. Von der Fakultät 09 für Wirtschaftsingenieurwesen darf ich Herrn Tamin Robin Eizenberger nach vorne bitten. Es freut mich auch sehr, Herrn Eizenberger heute hier live und in Farbe als echtes Fleisch- und Blutmodell hier sehen zu können, weil er bei seiner Preisverleihung der besten 5 noch fast live in Konserve aus Hamburg zugeschaltet wurde, also in einer kleinen Videobotschaft. Ich hätte ihn fast nicht erkannt, aber jetzt ist er da. Herr Tamino Robin Eizenberger, Master of Engineering, konsekutiver Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, schloss mit einer Gesamtnote von 1,1 ab. Mit Auszeichnung. Thema seiner Masterarbeit, über die er gleich selber noch was sagen darf und wird, Datenanalyse der frühen Erfolgsfaktoren von Venture-Client-Projekten. Abgesehen von dieser hervorragenden Ergebnissen der Masterarbeit hat Herr Eizenberger auch während des ganzen Masterstudiums durch seine exzellenten Leistungen und hervorragenden Beiträge zum Unterricht und in den Gruppenarbeiten jederzeit überzeugt. Herr Eizenberger ist eine sehr zielbewusste und aufgeschlossene Person. Er zeigt großes Interesse, umfangreiche und breit angelegte Erfahrungen und sammelt diese auch. Neben seiner hohen Leistungsbereitschaft und Organisationsstärke verfügte er über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, interkulturelle Kompetenzen sowie ein professionelles und freundliches Auftreten, wie wir gerade schon sehen konnten. Also ebenso vagisch wie geheimnisvoll. Schauen wir mal, ob sich das auch mit meiner Schriftform hier deckt. Jawohl, Herr Eizenberger, herzlichen Glückwunsch. Ich darf jetzt noch über 100 Seiten in unter 2 Minuten packen. Ich werde mein Bestes geben. Meine Masterarbeit habe ich in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 27 Pilots verfasst. 27 Pilots unterstützt Großunternehmen im Rahmen ihrer Innovationstätigkeiten bei der Kollaboration mit Startups. Das Besondere hierbei ist, dass 27 Pilots nicht wie beim weit verbreiteten Corporate Venture Capital als Investor, sondern vielmehr als der erste große Kunde auftritt. Das reduziert nicht nur das Risiko, sondern bringt weitere viele Vorteile für beide Seiten. Seit 2018 hat 27 Pilots bereits viele dieser Projekte durchgeführt und die projektspezifischen Metadaten gesammelt und gespeichert. Meine Aufgabe war es nun, anhand dieser Daten zu untersuchen, ob schon zu Beginn eines neuen Projekts der Erfolg oder Misserfolg vorhergesagt werden kann. Anhand von verschiedenen Hypothesen, die ich mittels grafischer Auswertungen und statistischer Tests untersuchte, speiste ich alle Daten auch in verschiedene Machine Learning Algorithmen ein. Das Spannende bei der Optimierung, fand ich, war vor allem, wie auch durch eine Bewertung der Investoren anhand der Projektdaten selber, also ohne hierbei auf externe Daten zurückgreifen zu müssen, eine deutliche Verbesserung erreicht werden konnte. Als Ergebnis der ganzen Analyse stand dann ein Vorhersagemodell, mit dessen Hilfe zum einen die Einflussfaktoren identifiziert werden konnten, die besonders erfolgsentscheidend sind und zum anderen auch
zu Beginn eines neuen Projekts bereits die Erfolgswahrscheinlichkeit berechnet werden kann. Das erlaubt dann 27 Pilots bei den Projekten, bei denen das Modell mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg ausgeht, frühzeitig zielgerichtete Maßnahmen einzuleiten. In Summe kann dann somit der Anteil der erfolgreichen Projekte erhöht werden und ein Kollaborationsprojekt zwischen Großunternehmen und Start-up wird noch attraktiver. Ich möchte mich nur noch ganz herzlich bei den Freunden der Hochschule München für die Nominierung und für die Auszeichnung bedanken. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Personen, die bei der erfolgreichen Gestaltung von meinem Masterstudiengang beteiligt waren. Vielen Dank. Die magische Welt bietet ein großes Potenzial für die Entdeckung neuer Phänomene und damit vielleicht die Erweiterung unseres Verständnisses der Welt. Geht es bei Harry Potter um die Entdeckung neuer Zauber, magischer Fähigkeiten, so gewinnen unsere Forschenden neue Erkenntnisse, machen Erfindungen. Nehmen wir zum Beispiel das Studium der magischen Kräfte und Zaubersprüche als Analogie zur Erforschung von Naturgesetzen und wissenschaftlichen Methoden. Vielleicht erinnern Sie sich, in einem Band ist Hermine in ganz vielen Kursen parallel zugegen. Sie benutzt einen Zeitumkehrer. Sie lernen gleich einen jungen Mann kennen, der vielleicht auch einen Zeitumkehrer benutzt hat. Aber ich vermute eher, dass er seine wissenschaftliche Karriere großartig gestartet hat, weil er organisiert ist und diszipliniert, intelligent und wissbegierig und weil er Unterstützung hatte. Mehr zu den Oscars für eine herausragende Promotion und für angewandte Forschung erfahren Sie nun von unserer Vizepräsidentin für Forschung, Sonja Munz. Und ich muss nicht mal zaubern, sie kommt sofort. Ja, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Bürgermeisterin, geschätzte Gäste. Es freut mich sehr, dass wir heute zum 6. Mal den Oscar für eine herausragende Promotion überreichen können. Zum 6. Mal, wenn Sie gut aufgepasst haben, wir haben schon 8 Mal eine Oscarfeier. Wir haben also nicht von Anbeginn einen Oscar für Promotion verliehen. Und das bedeutet, wir haben uns hier auf den Weg gemacht. Wir haben uns hier ganz stark an der Hochschule München auf den Weg gemacht, auch unseren wissenschaftlichen Nachwuchs zu Promotionen zu führen. Nicht nur quantitativ, sondern zukünftig auch, wie Sie schon gesagt haben, Herr Blume, mit der neu gewonnenen Freiheit, dass wir als HAWs jetzt auch ein eigenständiges Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche erlangen können. Und genau da haben wir uns auch schon auf den Weg gemacht. Wir haben zum 31. März zusammen mit der TH Nürnberg und der OTH Regensburg 7 thematische Anträge für Promotionszentren gestellt, entsprechend unserer Forschungsschwerpunkte. Und diesen Weg sind wir zusammengegangen mit anderen Hochschulen, nicht weil wir es nicht alleine könnten, sondern weil wir überzeugt sind, dass wir auf die Art und Weise ein exzellentes Niveau in diesem eigenständigen Promotionsbereich erlangen können und dass wir auf jeden Fall hochwertige Promotionen auch in Zukunft gewährleisten wollen. Dass schon jetzt besondere Leistungen bei uns an unseren kooperativen begleiteten Promotionen vollbracht werden können, belegt auch jedes Jahr jetzt schon zum 6. Mal der Oscar für eine herausragende Promotion. Und in diesem Jahr standen, ohne dass wir das von der Jury vorgegeben haben, vor allem die Publikationsleistungen unserer Promovierenden im Zentrum. Die 4 nominierten Kandidaten und Kandidatinnen in unserem Auswahlverfahren haben zusammen 33 Publikationen veröffentlicht während ihrer Promotionszeit und davon viele im Rahmen eines sogenannten Peer-Review-Verfahrens, sowie als Erst- und Alleinautorinnen und Autoren. Und das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, dass diese Zahlen schwere Arbeit dahinter steckt, die weit über die Anforderungen von kumulativen Promotionen hinausgehen. Und unser Preisträger
zeichnet für über die Hälfte dieser Publikationen verantwortlich, womit er sich ganz deutlich von der Konkurrenz abgehoben hat. Und er schloss mit der Bestnote summa cum laude ab an einer der besten technischen Universitäten Deutschlands. Und dass die Promovierenden so intensiv bereits während ihrer Promotionsphase auch hier an der Hochschule München publizieren, ist auch ein Verdienst der vielen Lockharts, McConnells und Flitwicks der Hochschule München, die hierfür zusätzliche Betreuungsaufgaben übernehmen. Außerdem profitieren auch viele unserer Promovierenden von den bestehenden Forschungsstrukturen hier an der Hochschule München, insbesondere der seit 2019 eingeführten Forschungsinstitute. Und es ist für mich deshalb auch überhaupt nicht überraschend, dass unser Preisträger während seiner Zeit an der Hochschule München hier in eines dieser Forschungsinstitute einbezogen war, nämlich das Institut für Material- und Bauforschung, das IMB. Ich nähere mich also so langsam dem Preisträger. Und Sie haben auch richtig gehört, es ist ein Mann. Es freut mich besonders, dass der Preisträger den überfachlichen und überfakultären Charakter des Instituts repräsentiert, der er nicht aus dem Bauingenieurwesen kommt, auch nicht von der Architektur, sondern vom Computational Engineering. Ein Beleg dafür, dass es bei unseren Disziplinen keine Feindschaften zwischen den Häusern Gryffindor oder Slytherin gibt, sondern fruchtbare Kooperationen. Ja, und damit lüfte ich auch schon das Geheimnis. Der Oscar für herausragende Promotion geht an Dr. Martin Denk. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier und Ihnen Ihren... Und Herr Denk wird uns jetzt ganz kurz in die Welt seiner Promotion einführen. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit der Entwicklung von virtuellen Werkzeugen beschäftigt, mit denen man vollautomatisiert ressourcenschonende Bauteile entwickeln kann. Ich habe mich unter anderem mit sogenannten Hochleistungskühlern beschäftigt, die möglichst effizient die Wärme von der CPU an die Umgebung abführen kann. Dabei habe ich einen Algorithmus entwickelt, der so ein bisschen wie die Natur funktioniert. Es kann was wachsen, es kann was entfernt werden und das Ganze aber mit physikalischer Simulation unterstützt. Das Tolle dabei ist, dass bei diesem Optimierungsalgorithmus aus dem Blauen heraus diese Schneeflocke entstanden ist. Es ist zwar ein natürliches Beispiel, was man in der Natur finden kann, aber das ist rein aus physikalischen Effekten berechnet und generiert worden. Der praktische Nutzen war stets im Vordergrund. Dabei habe ich versucht, dass diese Algorithmen so entwickelt wurden, dass ich diese für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen einsetzen kann. Im Automobilsektor, in der Luftfahrt, in der Automatisierungstechnik oder in der Medizin. Ein schönes Beispiel ist die Rekonstruktion von Implantaten. Wenn ich eine Kopfverletzung habe, dann können diese Algorithmen vollautomatisiert diese fehlende Stelle als 3D-Modell erkennen und anschließend ein Design überführen, was wir dann sofort fertigen und drucken können. Das Schöne an der Promotion an der Hochschule München war für mich das intensive Betreuungsverhältnis. Ich habe mit sehr engem Austausch mit meinem Betreuer Konzepte und Lösungsstrategien erarbeiten können, die ich für meine Promotion nutzen konnte. Ja. Man könnte so ein bisschen sagen, ich bin ein Hochschule München Kind. Ich habe hier 10 Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe hier studiert, gearbeitet, promoviert, gelebt, gefeiert und ein bisschen auch gezaubert. Und dafür bin ich der Hochschule sehr, sehr dankbar. Ich möchte ganz besonders meinem Doktorpapa Dankeschön sagen, Herrn Professor Dr. Clemens Rother, und meiner Doktormama von der Technischen Universität Dresden, das ist die Frau Professorin Doktorin Christine Petzold, die mir es beide erlaubt haben, sehr frei und kreativ zu forschen und auch ein bisschen wieder zu zaubern. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das nicht selbstverständlich ist. Ich möchte auch noch Herrn Professor Dr. Max Fischer danken von der Fakultät für Informatik, weil der es mir ermöglicht hat, neben dem Ingenieurswesen auch noch den Weg des Informatikers bestreiten zu dürfen und diese beiden
ja, Studiengänge, in dem Fall waren es drei, haben so mein Fundament für die Promotion gelegt. Ja, und abschließend möchte ich auch meiner Familie danken und ganz besonders meiner bezaubernden Frau da vorne, die mir sehr, sehr viel Arbeit auch abgenommen hat und so, dass ich eigentlich ganz entspannt promovieren konnte, ehrlich gesagt. Danke. Nun kommen wir zum nächsten Oscar. Es sind noch zwei da. Wir haben es also bald geschafft. Aber das ist ein ganz wichtiger Oscar, nämlich der Oscar für Forschung, der an Menschen oder an Forschende geht, die eben erfolgreich und engagiert an der HM forschen. Menschen, die forschen, um uns Lösungen zu bieten für Herausforderungen, die unsere Gesellschaft uns immer wieder vor die Füße legt, deren Umsetzung zu unterstützen und vor allem damit die Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft zu stärken. Forschende, die auch ein Ohr haben für die Partnerinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die zuhören, also anwendungsorientiert forschen und somit Lösungen suchen. Forschende, die sich nicht nur die nicht nur fachliche Expertinnen sind, sondern eben auch sich der Kommunikation der Wissenschaft verschrieben haben. Aber was haben Harry Potter und das Thema Forschung an der Hochschule München gemeinsam? Ja, wir haben es schon ein paar Mal gehört. Harry Potter lernte und entwickelte Lösungsstrategien in der Regel nicht zum Selbstzweck, sondern vor allem dann, wenn es brenzliche Situationen ergab, in denen er steckte, mit seinen Freunden zusammen bedroht war, einer Herausforderung gegenüberstand. Und zweitens hat Harry Potter vor allem im Team gearbeitet und drittens, er war in der Regel auch erfolgreich. Er hat mich überlebt. Für die Professorin, die wir heute auszeichnen, ja, und Sie haben richtig gehört, es ist eine Frau, trifft all das Genannte vollumfänglich zu. Ausgezeichnet wird heute eine forschungsstarke Professorin, die in einer Vielzahl von nationalen und internationalen Förderprogrammen erfolgreich vertreten ist. Eine Professorin, die im Team arbeitet, gerne im Team arbeitet und die vor allem magische Betonrezepte kennt und sich zusammen mit ihrem Team stetig weiterentwickelt. Und deshalb geht der Oscar für angewandte Forschung und Entwicklung heute an die Professorin und Institutsleiterin des Instituts für Material- und Bauforschung, aber heute ein Zufall, dass die Promotion und der Forschungspreis an dasselbe Institut geht, an Frau Andrea Kustermann. Als Forscherin mag man gerne Neues entdecken. Man fängt an, was zu forschen und dann kommt immer was Neues. Das ist wie so ein Sauerteig, aus dem wieder was Neues entsteht. Warum treibt einen das an? Einfach, weil es total Spaß macht, selber zu forschen, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß mit den jungen Leuten, die eigentlich die Ideen haben, dass man das ermöglicht, dass man die umsetzen kann und das irgendwie in einen wissenschaftlichen Kontext bringt und dann das nächste wieder anstoßen kann. Meine Forschung beschäftigt sich primär mit Beton, Recyclingbeton, Optimierung von rezyklierter Körnung, Mikrorisse. Zement soll teilweise substituiert werden durch rezykliertes Gesteinsmehl, das wir aufbereiten. Und dann haben wir auch überhaupt Forschungen zum Thema Rückbaufähigkeit von Bauwerken, alternative Bewährungen, Basalt-Faserstab-Bewährung. Alles, was spannend ist. Für die Forschung in Zukunft wünsche ich mir, dass sie gefördert wird. Wir müssen was in Richtung Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit machen. Wir müssen schauen, dass die Forschung im Bereich Bau den schlechten Ruf des Baus etwas verbessert und das auch in die Bevölkerung tragen. Und das ist das Schöne an der angewandten Forschung, dass man was sieht am Schluss. Nicht nur ein Fachpublikum, das eine Publikation liest, sondern jeder sieht. Sehr schön, dass ich hier stehen darf. Freut mich sehr.
danke für die Übergabe und auch den, ja, die Begründung der Anzahl, Diversität und der Erfolgsquote der Forschung. Da will ich vielleicht mit den drei Punkten ganz kurz was sagen. Die Anzahl Forschung, Anträge, Stellen ist ziemlich hart. Und wenn man da bei Null anfängt, ist das völlig irre. Ich möchte mich da bei meinen Kollegen bedanken. Der Christoph Dauberschmidt hat da schon was bereitet und ich konnte da mitmachen. Weil wenn man bei Null anfängt, das ist richtig schwierig. Und das war für mich gut, dass in der Fakultät schon was da war. Und dann haben wir noch einen dritten Kollegen ins Team bekommen. Das ist, wie wenn man ein bisschen ein Turbo dazugeschaltet hätte. Ich glaube, er hat sich's ruhiger vorgestellt als bayerischer Beamter. Aber Augen auf bei der Berufswahl, sage ich doch. Gut, da möchte man auch sagen, und ich stehe hier stellvertretend für eine ganze Gruppe, für alle Betonköpfe sozusagen. Und da möchte ich auch meine wissenschaftlichen Mitarbeiter, die freundlicherweise auch gekommen sind, mich bedanken, weil die machen eigentlich immer das meiste. Also die müssen immer ganz viel arbeiten und das macht aber total Spaß, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Das ist in der Lehre so, in der Forschung ist es auch super und ich glaube, das ist das ganz Tolle am Professorenjob, dass man immer junge Leute um sich hat, die wollen. Und das, glaube ich, ist, ja, das ist das Schönste an unserem Beruf und das muss man auch mal sehen. Und wenn man dann noch forschen darf, was mal lustig ist, dann ist es eigentlich ein schöner Job. Und zur Diversität, da möchte ich sagen, ich forsche ganz viel mit der Landeshauptstadt München. Wir haben Forschungsanträge gestellt mit Georgien, mit Gaza. Das ist beides aus politischen Gründen mal nichts geworden. Ja, das ist nicht so schön. Wir haben mit Myanmar was beantragt, was sehr tragisch ist, dass es jetzt völlig der ganze Kontakt abgebrochen ist und dieses Land in ganz schlimmen Zuständen in der Militärdiktatur wieder gelandet ist. Aber umso schöner ist, wir haben jetzt was mit Brasilien angestoßen und das ist so eine schöne Zusammenarbeit, das ist einfach super. Und wenn man da über den Tellerrand, über Europa rausschauen darf, über Deutschland raus und dann aber in Bayern und lokal und mit der Stadt so viel machen kann, was die ganze Geschichte mit diesem Recycling, was das Hauptthema ist, richtig vorangebracht hat, das ist einfach ein schöner Job. Zur Erfolgsquote, es klingt alles super, aber es ist ein Sack voll Arbeit, keine Frage. Und wir haben alle richtig viel, man muss wahnsinnig viele Anträge stellen, um auch eine Erfolgsquote zu haben. Und da möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, die mich echt wenig sieht, das muss man ehrlich sagen. Mein Mann und mein Sohn, die sind da sehr tapfer. Und ich muss sagen, was das Schöne ist, und das verstehen sie auch, und das ist das Gute, ich mache das, weil ich das von Herzen gerne dieses Thema verfolge. Ich glaube, das hilft überhaupt nichts, in klein irgendwelche kleinen Maßnahmen zu machen. Wir müssen echt an jeder Stelle, müssen wir irgendwie schauen, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Wir können, und das muss man aus Überzeugung machen, und ganz ehrlich, ich sage es gern, wenn ich auch die Politik da habe. Man muss wirklich wollen und man muss es anschieben. Und ich denke, da sollten wir uns drauf anziehen. Madan Moody war Praktiker. Er war Auror, hieß das. Und er kämpfte hauptamtlich gegen die bösen Zauberer und Hexen. Er war Lehrbeauftragter in Hogwarts für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und er wollte, dass seine Schüler und Schülerinnen eben nicht nur die Theorie kennen, sondern die Praxis der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Auch Gründungsgeist, Geschäftssinn war verbreitet an Hogwarts. Ron Weasley, der Freund von Hermine und Harry, seine Zwillingsbrüder Fred und George, die haben sich selbstständig gemacht, die haben gegründet mit ihren Ideen für schlechte Scherzartikel. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Wenn die ein SCE gehabt hätten in Hogwarts, dann hätten sie vielleicht ihr Startup tatsächlich zum Fliegen bekommen. Sie haben schlussendlich auch abgebrochen, glaube ich. Das empfehlen wir natürlich nicht. Ja? Also gerne zu Ende studieren und sich bei uns unterstützen lassen. Sie sehen, die Parallelen nehmen kein Ende. Praxisorientierung, Entrepreneurship und die enge Zusammenarbeit mit der Praxis, das sind geradezu definierende Merkmale der Hochschule München. Nun zu unserem Fluch. Ich wollte eigentlich das Wort zur Bekanntgabe der Oscars für unsere Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft an Vizepräsident Thomas Stumpf übergeben.
der ist kurzfristig erkrankt, sehr kurzfristig. Wir wissen nicht, sind es die Drachenpocken oder die Grieselkrätze? Ja. Vielleicht hat er aber auch nur ein paar von diesen fiesen Bertie Botts Every Flavor Bohnen erwischt. Da gab es ja ein paar ganz eklige Nasenpopel, glaube ich, und faule Eier. Da kann es ja schon mal schlecht werden. Er ist jedenfalls nicht hier. Wir haben deshalb ganz schnell noch ein paar Tropfen Vielsafttrunk angemischt und ihn Christina Kaufmann gegeben, die heute hier als Thomas Stump auftreten wird. Christina, bitte. Ja, wie Sie sehen, in meiner Gestalt, nicht in der von Thomas Stump, ich habe es echt probiert. Ich habe es probiert. Aber so ein Vielsafttrank, den können Sie nicht runterkriegen. Der hat gequalmt und gestunken. Das war echt zu eklig. Aber ich versuche trotzdem, den Thomas Stump würdig zu vertreten. Was hat Harry Potter mit dem Thema Kooperation der HM mit Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam? Seien wir ganz ehrlich, es gibt keinen direkten Zusammenhang. Aber wir können natürlich, wie wir es heute Abend oft gemacht haben, Parallelen ziehen. Harry und seine Freunde lernen im Lauf der Geschichte, dass sie ihre Kräfte und Fähigkeiten am besten dann nutzen können, wenn sie zusammenarbeiten und ihre unterschiedlichen Stärken und Talente kombinieren. Genauso können Unternehmen und Organisationen von der Zusammenarbeit mit der HM profitieren, indem sie ihre Ressourcen und Expertise bündeln und zum Beispiel innovative Lösungen für gemeinsame Herausforderungen entwickeln. Zusammenarbeit und Partnerschaften sind auch in der realen Welt von großer Bedeutung, um erfolgreich zu sein und wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Nutzen zu schaffen. Und schauen wir auf die Freundschaft, die Partnerschaft von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley. Aus dieser können wir, wenn wir uns auf den Film als Analogie einlassen, wunderbare Attribute ableiten, die wir auch unseren Partnerschaften beimessen. Vertrauen, Verlässlichkeit, Kontinuität, Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen, Zusammenarbeit auf Augenhöhe. In der HM ist die Zusammenarbeit mit unseren Partnern der Praxis eine Angelegenheit von ganz zentraler Bedeutung. Und allen Praxispartnerinnen und Partnern, die heute hier sind, möchte ich im Namen der Hochschule sagen, danke für Ihr Engagement, liebe Partner der Praxis, an unserer HM und unseren Fakultäten. Lassen Sie mich wenige Worte zur Vergabe des Oscars sagen. Wir vergeben diesen abwechselnd in unterschiedlichen Kategorien und in diesem Jahr prämieren wir den Oscar für eine Organisation aus dem öffentlichen Sektor. Wir vergeben ihn in einer Gesamtschau über alle Fachbereiche der Hochschule und bewerten dabei die Zusammenarbeit in verschiedenen Dimensionen. Lehre, Forschung, Transfer, wie kann es anders sein? Und das Engagement für Bildung. Wer ist eigentlich wir? Hinter der Vergabe liegt ein mehrstufiger Auswahlprozess, in den alle Fakultäten eingebunden sind und bei dem schlussendlich eine Jury, bestehend aus 5 ProfessorInnen, der HM entscheidet. Herzlichen Dank an alle Personen, die sich hier eingebracht haben. Aber kommen wir nun endlich zur Vergabe des Oscars Partner der Praxis. Aus den zahlreichen Nominierungen aus unseren Fakultäten haben es insgesamt 5 Organisationen auf die Bestenliste geschafft. Wir hatten dieses Mal tatsächlich das Novum, dass 2 Fakultäten unabhängig voneinander den letztlichen Oscar-Gewinner nominiert haben. Am Ende hat sich die Jury einstimmig geeinigt. Ich will Sie nicht viel länger auf die Folter spannen, aber visualisieren Sie mit mir gemeinsam eine Filmszene. Das Schuljahr in Hogwarts ist zu Ende. In der großen Halle gibt es ein rauschendes Abschiedsfest. Es gibt jede Menge Butterbier, Kürbissaft, Treacle-Tart, Siruptorte, Lieblingsnachtisch von Harry, Pasteten aller Art, Gänsebraten. Und dabei schweben tausende Kerzen in der Luft und erhellen die Szenerie.
Fußnote wollten wir heute auch hier machen, aber haben wir ziemlich Ärger gekriegt mit unserem Brandschutz. Jedenfalls, wen können wir mit kabelloser Elektrizitätsversorgung in Verbindung bringen? Schauen wir mal in den goldenen Umschlag. Der Oskar, Partner der Praxis, geht, es hakt ein bisschen, an die Stadtwerke München. Einen herzlichen Glückwunsch, vor allem an Herrn Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke. Schön, dass Sie heute dabei sind und diesen Anlass gemeinsam mit uns begehen. Einmal den Oskar. Und nochmal kurz Platz nehmen. Ich würde gerne noch ein paar Worte sagen oder ein paar Beispiele auch nennen, wo wir so gut mit den Stadtwerken zusammenarbeiten. Lehre. In der Lehre können wir auf zahlreiche hochaktuelle Themen für Abschlussarbeiten im Master blicken, die sich thematisch vom reichweitenoptimierten Einsatz von Elektrobussen über die Modellierung von Energiebezug und Verbrauch für München bis hin zu Predictive Analytics im Controlling erstreckt. Darüber hinaus studieren aktuell 20 Studierende der HM im dualen Studium an den Stadtwerken. Im Forschungsprojekt Rover, das steht für leistungsfähigere Verkehrsinfrastrukturen durch robuste Vernetzung, untersuchen HM-ProfessorInnen der Fakultät für Informatik und Mathematik das Wechselspiel aus Information und Reaktion mithilfe eines neuartigen, im Projekt konzipierten Simulationssystems. Die Stadtwerke prüfen dabei als Projektpartner die entwickelten Konzepte auf ihre Praxistauglichkeit. Im Transfer sind die Stadtwerke München aktiv an Workshops von HM University, zum Beispiel bei den Themen Mieterstrom oder Stadt der Zukunft. Aber auch zahlreiche Gastvorträge der Mitarbeiterinnen bereichern Seminare der Fakultäten für Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik. Für die Jury ragte vor allem ein Punkt heraus: das Engagement für Bildung der Stadtwerke. Sie unterstützen seit 2005 unter anderem die Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen und die HM bei absolvierenden Verabschiedungen und durch die bereits erwähnten Vorträge und Themen. Und unabhängig von der HM unterstützen die Stadtwerke über ihre SWM-Bildungsstiftung unter dem Motto Chancen ermöglichen, Erfolge erleben, junge Menschen aus München und aus der Region, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft im heutigen Bildungssystem Nachteile erleiden. Dafür und für ihr großes Engagement an der HM bedanke ich mich im Namen der HM ganz herzlich. Herr Dr. Bieberbach. Ja, also ich kann Ihnen versichern, wenn man bei den Stadtwerken München eine Umfrage machen würde, dass wir einen Preis vergeben müssten für die, ja, sagen wir mal ganz allgemein, Lehrinstitution, mit der wir am liebsten zusammenarbeiten. Ich habe nämlich schon ein paar Mal herumgefragt, dann würde dieser Preis tatsächlich an die Hochschule München gehen. Das ist wirklich eine jahrzehntelange hervorragende Zusammenarbeit, früher vor allem im Bereich Diplomarbeiten, als es die noch gab, dann Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, natürlich Praktika schon immer, in letzter Zeit ja auch verstärkt im Bereich der Forschung, ganz hervorragend. Und duales Studium jetzt als ganz neue Idee, die aber auch sich auch wahnsinnig positiv entwickelt. Und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit einzelnen Institutionen hier an der HM, die auch in den letzten Jahren erst entstanden sind. Strascheck Center beispielsweise oder ganz aktuell die Zusammenarbeit mit dem MUGDI, die wirklich sich ganz hervorragend entwickelt. Also wir sind hochzufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Hochschule München und freuen uns auf weitere Jahrzehnte dieser Zusammenarbeit. Vielen Dank. Wir haben strahlende Oscar-GewinnerInnen gesehen, genau wie bei der Oscar-Verleihung in Hollywood im März.
Ein Film war in Los Angeles besonders erfolgreich. Die deutsche Produktion Im Westen nichts Neues hat gleich 4 Oscars abgeräumt. Und im Anschluss hat der Regisseur Edward Berger der Zeit ein Interview gegeben und wurde gefragt, ob das wirklich so bedeutsam ist, dass man den Oscar in der Oscar-Nacht nicht aus der Hand gibt. Und ich zitiere Berger, er fasst sich so gut an. Es ist ein verdammt gutes Gefühl, damit herumzulaufen. Und außerdem, man kommt in jede Party rein. Ob das heute in München der Fall ist, weiß ich nicht, bin ich nicht ganz sicher. Aber gleich draußen bei unserem kleinen Empfang vor der Tür sind Sie, liebe Oscar-Gewinnerinnen und Oscar-Gewinner, natürlich weiter die Hauptpersonen. Und noch ein Tipp von Berger. Das Tolle am Oscar ist ja, man kann damit einfach jeden umarmen. Nur vielleicht nicht Nicole Kidman. Die haben wir heute Abend gar nicht eingeladen, also tun Sie sich keinen Zwang an. Hatten wir Glück, ja. Und Sie dürfen auch tatsächlich später ans Buffet, ohne dass Sie einen Oscar haben. Also müssen kein Preisträger sein. Das alles konnten wir Ihnen dennoch nur darbieten, weil es so viele kreative und anpackende HelferInnen gab. Das ganze Organisationskomitee mit Christiane Friederich, Regina Mack, Rainer Nährlich, Markus Müller-Ostermeier, ohne die hätten wir überhaupt gar keinen zum Prämieren gehabt. Das Gebäudemanagement und die IT für die technische Unterstützung für diese Veranstaltung und natürlich braucht es Geld und Budget. Und deswegen zunächst ein großes Dankeschön auf der einen Seite, ja wieder an die Landeshauptstadt, an das Referat für Arbeit und Wirtschaft, das uns unterstützt finanziell und Oberbürgermeister Reiter IDL durch die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung. Nicht zuletzt das Deutschlandstipendium Franziska Hiemer, die überhaupt dafür sorgt, dass wir da draußen später was zu knabbern haben. Ganz besonderer Dank geht an Petra Wiese, unsere MC Master of Ceremony, die hier alle Fäden in der Hand gehalten hat mit vielen doppelten Böden. Wir brauchten die heute sogar. Und schließlich alle anderen HelferInnen und Hauselfen, die heute und bei der ganzen Veranstaltung und Vorbereitung mitgeholfen haben. Zu guter Letzt, ich bin noch nicht fertig. Dankeschön. Aber Sie haben recht, Sie haben eigentlich allen einzelnen Beifall verdient. Jetzt geht es auch nochmal um unsere kreativen, nicht die Schwestern des Schicksals, so heißt die Band, die bei den Harry Potter Abschlussveranstaltungen immer auftritt, sondern eben das Duo Notenlos hat uns heute wieder unterstützt. Lavina Stauber hat den Einspieler produziert, also die Intro. Kreativ war natürlich auch Petra Wiese als Moaning Myrtle, war unglaublich. Also wirklich irgendwie Beruf verfehlt, das wäre wirklich eine Schauspielleistung. Hut ab, Dankeschön. Und jetzt habe ich den Albus Dumbledore-Stab, den habe ich aus dem Safe bei Martin Leitner geklaut, wieder dabei. Und jetzt ein selbstentwickelter und deswegen 100% funktionierender Zauberspruch. Buffetio Aperto.